Я сегодня хотел поговорить об общине с еврейской точки зрения. Heute würde ich gerne über die Gemeinde sprechen aus der jüdischen Perspektive. Еврейский народ всегда был народом общинным. Das jüdische Volk war immer ein Volk der Gemeinschaft oder der Gemeinde. Без общины нас нельзя было представить. Ohne eine Gemeinde konnte man sich uns nicht vorstellen. Вот не существовали мы никогда. Wir existierten nie ohne. Даже Авраам и то жил каким-то своим вот этим обществом, семьей своей. Selbst Abraham lebte in einer Gemeinschaft, in dem Sinne in einer Familie. И все были вместе. Und alle waren beieinander. И потом Авраам, Исаак, Яков, 12 сыновей. Und dann Abraham, Isaac und Jakob und die 12 Stämme, Söhne. И из Египта вышел не Моисей со своей семьей, а весь народ. Und aus Ägypten ist nicht Moshe alleine mit seiner Familie ausgezogen, sondern das gesamte Volk ist es. Мы народ общинный. Wir sind ein Volk der Gemeinde, Gemeinschaft. Gemeinde. То есть мы должны быть вместе. Wir müssen beieinander sein. Не бывает одного еврея. Es gibt keinen einzelnen Juden. Такой вот, он живет, еврей, один, ему никто не нужен. Er lebt als ein Jude alleine und niemand braucht er. Мы так никогда не существовали. So haben wir noch nie existiert. Ни в Библии. Weder in der Bibel. Ни в истории. Noch in der Geschichte. Поэтому, куда еврей бы не попадал, он пытался себе найти других евреев. Deswegen, wo auch immer ein Jude hingekommen ist, hat er immer versucht, andere Juden zu finden. Строить синагогу. Hat angefangen oder versucht, eine Synagoge zu bilden. Как мы шутим, что строить две синагоги, чтобы в одну не ходить. Wie wir auch manchmal scherzen, um zwei Synagogen zu bauen, damit man in eine nicht gehen kann. Nicht kann, nicht gehen. Nicht gehen muss, nicht geht. Einfach nicht zu gehen, um nicht zu gehen. Поэтому куда еврей бы ни шел, если так, давайте идем вместе, обществом. Deswegen, wo auch immer ein Jude hingeht, lasst uns gemeinsam gehen als eine Gemeinde. И в основе, и в основе вот последние века, последние немного веков. Und in der Grundlage der vergangenen Jahrhunderte, wenigen Jahrhunderte. У евреев лежало такое понятие, как миньян. Lag ein Verständnis wie Minyan. Миньян – это арамейское слово. Minyan ist ein armenisches Wort. Не армейнейшее, арамейшее. Арамейшее. И это слово Und dieses Wort обозначает число. Bedeutet Zahl. То есть какое-то количество. Also eine gewisse Anzahl. В Библии это слово встречается один раз. In der Bibel trifft man dieses Wort ein einziges Mal an. В книге Эзры. In Ezra. И там оно описывает жертвоприношение. Und dort wird, beschreibt man mit diesem Wort die Opferdarbringung. По числу колен Израиля. Nach der Anzahl der Stämme Israels. И вот это вот по числу колен Израиля, вот там как раз стоит слово Миньян. Und dieses nach der Anzahl, genau da an der Stelle steht Миньян. Впоследствии. In der Folge. Это слово начало обозначать количество, то есть это число евреев, необходимых для того, чтобы была община. Als Folge bedeutete oder ja, bedeutete dieses später, Wort nicht als Folge, später. Okay, oder später, eine Zeit später bedeutete dieses Wort, dass es eine notwendige Anzahl von Juden, um eine Gemeinde zu haben. И наверняка, так как вы знакомы с еврейским, с иудаизмом, с еврейством. Вы знаете, какое число евреи установили? Und da ihr euch mit Sicherheit ein wenig auskennt mit mit dem Judentum und mit der Kultur, wisst ihr, welche Anzahl dafür notwendig ist. Помните? Erinnert ihr euch? Сколько? Пять? Wie viele waren das? Fünf? Два? Zwei? Три? Drei? Десять? Zehn. 10 евреев нужно было для того, чтобы было число. Damit man die Anzahl zusammen hatte. Для того, чтобы вот это число, миньян, минимальное, это 10. Damit diese Anzahl vollständig ist, dieses minimale Anzahl, миньян, das sind 10. В
Талмуде, im Талмуд, описывается, почему 10. Wird beschrieben, warum es ausgerechnet 10 sind. И в трактате Мегилада, в частности, об этом говорится. Und im Мегилад steht es auch geschrieben, insbesondere in einem Abschnitt. И несколько библейских мест для этого используется. Und einige Bibelstellen werden dafür benutzt. Одно из этих библейских мест – это книга Чисел, 14 глава, 27 стих. Eine der Stellen ist das vierte Buch Mose, 14 глава, 14 Kapitel. Книга Чисел, 14 глава, viertes Buch Mose, 14 Kapitel, 27 стих. 27. Vers. Разведчики пошли в землю Израиля. Die Auskundschafter sind losgegangen, um das Land Israels auszusuchen. Как там все обстоит? Um zu schauen, wie die Lage ist. Сколько разведчиков пошло? Wie viele Kundschafter sind losgezogen? 10? Nee. War es 10? 12. Das waren 12. По числу колен Израиля. Nach der Anzahl der Stämme Israels. Они посмотрели, какая замечательная земля. Sie haben sich angeschaut, wie wunderbar das Land ist. Но они очень испугались. Aber sie haben sich sehr gefürchtet. Потому что народ там был сильный. Weil das Volk, das darin lebte, ein starkes war. Ну, им так показалось, по крайней мере. Es schien ihnen zumindest. Они вернулись к Израилю. Sie sind zurückgekehrt zu Israel. И начали, плакать. Und haben angefangen zu weinen. Ой, как ужасно! Oh nein, wie furchtbar! Ой, вей! Ой, вей! Мы туда, куда ты нас ведешь, Моше? Моше, wo führst du uns denn hin? Ты хочешь, чтобы наши тела там слегли в эту землю? Möchtest du, dass unsere Leiber da in der Erde bleiben? Они нас растопчут там. Sie werden uns dort zerquetschen. И что мы будем делать? Und was werden wir dann tun? Караул. Gewalt. Gewalt. Трагедия. Eine Tragödie. И народ начал нервничать. Und das Volk fing an, nervös zu werden. Ой, Моше, куда ты нас ведешь? Ой, Моше, wo führst du uns hin? Да зачем нам туда вообще идти? Warum sollten wir da überhaupt hingehen? Давай в Египет или куда-нибудь еще. Lass uns vielleicht doch nach Ägypten oder doch woanders hin. На Майорку давай. Auf Mallorca zum Beispiel. Там пляжи. Da gibt's wenigstens Strände. Или в Крым. Oder auf die Krim. То есть куда-нибудь. Irgendwohin. Но были Иешуа, Иисус Навин, aber Josua и Калев, und Caleb, которые успокаивали народ. Die das Volk beruhigten. Но народ не успокаивался. Aber das Volk ließ sich nicht beruhigen. И в результате Моисею даже пришлось просить прощения у Бога. Und als Folge dessen musste Moshe sogar um Verzeihung bitten vor dem Herrn. И в 26 стихе мы читаем. Und im 26. Vers lesen wir. И сказал Господь Моше и Аарону, говоря. Und der Herr redete zu Moshe und Aaron und sprach. Доколе злому обществу этому роптать на меня? Ропот сынов Израилевых, которым они ропщут на меня, я слышу. Wie lange soll ich diese böse Gemeinde dulden, die gegen mich murrt? Ich habe das Murren der Kinder Israels gehört, das sie gegen mich erheben. И потом Бог говорит. Und danach spricht der Herr. Вот все вот эти, которые роптали. All diese, die gemurrt haben. Вот это все поколение, оно умрет в пустыне. Diese gesamte Generation wird in der Wüste umkommen. И не войдут в землю. Und sie werden nicht in das Volk eingehen. Это была трагедия. Das war eine Tragödie. Так вот, когда наши раввины смотрели на этот стих 27. Als unsere Rabbiner in diesen 27. Vers geschaut haben. Они видели здесь доколе. До каких пор этому злому обществу роптать на меня? Haben Sie diese Aussage gesehen? Wie lange soll diese Gemeinde gegen mich murren? Община. Die Gemeinde. И вот эта вот община, они относили это слово. Und dieses Wort Gemeinde haben Sie bezogen. К разведчикам, которые туда пошли. Zu den Kundschaftern oder auf die Kundschafter, die dahin gegangen sind. Сколько разведчиков пошло? Wie viele Kundschafter waren denn da? Проверка на память. Ein Gedächtnistraining-Test. 12. Es waren 12. Правильно? Stimmt's?
А злое общество, сколько из них были плохие, которые роптали? Und wie viele von denen waren böse, eine böse Gemeinde, die gemurrt hat? Это проверка на математику. Das ist ein Mathe-Test. 12 минус Иисус, Навин и Калеб. Йосуа und Калеб. Минус 2, да? Минус 2, also. 9. Sind 9. Шучу, 10. Spaß, das sind 10. И вот поэтому, наши раввины говорили, общество – это 10. Deswegen haben unsere Rabbiner gesagt, eine Gemeinde ist also 10 Personen. Потому что меньше не бывает. Weil weniger als das gibt es nicht. Она как бы минимальное число 10. Die Gemeinde besteht aus mindestens 10 Personen. Есть еще и другие интересные места по этому поводу. Es gibt noch andere interessante Stellen diesbezüglich. Известная, наверное, вам всем. Wahrscheinlich eine bekannte Stelle für ну, euch alle. Oder zumindest für die Mehrheit von euch. Это книга Бытия, 18 глава. Das ist im ersten Buch Mose, Kapitel 18. Это где Авраам, наш отец, торговался с Богом по поводу Содома. Das ist die Stelle, wo Abraham, unser Vater, mit dem Herrn verhandelt hat bezüglich Sodom. Ihr помните, там он говорит разные, то есть ради скольких праведников ты пощадишь этот город? Erinnert ihr euch, er hat gefragt, für wie viele Gerechte würdest du die Stadt begnadigen? То есть назывались разные цифры. Und dann wurden unterschiedliche Ziffern oder Zahlen genannt. Может там найдется 40. Vielleicht findet man dort 40. Может там найдется 30. Oder 30. И Бог говорит, да, конечно, пощажу ради 30. Und der Herr sagt, ja, für 30 werde ich die Stadt begnadigen. Может там 20 найдется. Vielleicht wird man dort 20 finden. Хашем говорит, да нет проблем, и ради 20 пощажу. Hashem sagt, auch für 20 werde ich begnadigen die Stadt. В 32 стихе, im 32. Vers, 18 главы мы читаем. Kapitel 18 lesen wir. Авраам сказал, да не прогневается владыка, что я скажу еще однажды. Еще один раз. Может быть, найдется там 10. Он сказал, не истреблю ради 10. Und er, also Abraham, sprach, ach, zürne nicht, mein Herr, dass ich nur noch diesmal rede, also ein einziges Mal, das letzte Mal. Vielleicht finden sich 10 darin. Er aber sprach, ich will sie nicht verderben um der 10 willen. Может быть, Авраам попытался открыть рот и сказать 7. Vielleicht hatte Abraham ja versucht, noch den Mund aufzumachen, um zu sagen, vielleicht um der 7 willen. Давай еще немножко поторгуемся. Lass uns noch ein bisschen verhandeln. 7, такое красивое число. 7 ist doch so eine schöne Zahl. Ну что такое 10? 7. Was ist dann 10? Das 7, das ist die Fülle. Но в 33 стихе мы читаем. Aber im 33. Vers lesen wir. И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом. Авраам же возвратился в свое место. Und der Herr ging hinweg, als er mit Abraham ausgeredet hatte. Abraham aber kehrte wieder an seinen Ort zurück. Ich habe so gut verhandelt. Bis 10 bin ich noch runtergegangen. Noch ein bisschen mehr. Aber er hat bereits den Rücken des Allerhöchsten gesehen. Und ihm ist nichts anderes übrig geblieben, als wieder zurückzukehren an seinen Ort. Und nochmals, das ist die Mindestanzahl, die der Herr beschlossen hat. 10 праведников 10 Gerechte могут спасти целый город. Können eine gesamte Stadt erretten. Всего 10. Allein 10, nur 10. Но не меньше. Aber nicht weniger. В тех городах нашлось меньше. In den Städten waren weniger zu finden. А если бы было 10? Wären es aber 10 gewesen. В Псалме 40, Псалме 68-м im Psalm. Это в еврейской Библии. Сейчас посмотрим, какой он по немецки, в русской. Ты можешь сказать? Ну, Псалм 68. 68. Я сейчас скажу в русском какой-то псалом. А, 67. Сейчас посмотрим. Im Psalm 68. 67 Псалом, стих 27. Im 27. Vers.
собраниях благословите Бога, Бога Господа, вы от семени Израилева. Preist Gott den Herrn in den Versammlungen, ihr aus Israels Quell. Здесь наши раввины говорили. Unsere Rabbiner haben an der Stelle gesagt, в собраниях бемахалот на иврите, in den Versammlungen бемахалот im Hebräischen, то же самое цифровое значение имеет, как слово басара. Hat die gleiche басара. Числовое. Ну, Ziffernbedeutung. Ну когда да, вес там по цифрам подсчитывается. Wenn man wenn man das sozusagen ja die Ziffernbedeutung des einen Wortes hat die gleiche Ziffernbedeutung wie Besara. Besara. Десять с десятью или в десяти. Mit zehn oder unter zehn, also или, innerhalb in, zehn. Или in zehn, ну mit zehn. И вот это вот число десять. Und diese Anzahl 10 в результате определяется как минимальное число для общины. Bestimmt als die Mindestanzahl für eine Gemeinde. И вот так вот наши предки жили. Und so haben unsere Vorväter gelebt. И живут. Und sie leben immer noch so. Теперь, что значит 10 человек минимально для общины? Was bedeutet es also mindestens 10 Menschen für eine Gemeinde? Ведь я же могу и сам молиться. Ich kann ja auch alleine beten. И Тору могу читать сам. Und die Tora kann ich auch alleine lesen. Я могу добрые дела делать сам. Ich kann auch alleine gute Taten vollbringen. Я могу жить, я могу правильно питаться, я могу правильно отдыхать. Ich kann mich richtig ernähren und ich kann mich richtig ausruhen alleine. Но это тоже наши мудрецы определили. Aber auch das haben unsere Weisen bestimmt. И вот там, вот в том же самом месте Талмуда, о котором мы говорили, in der gleichen Stelle im Talmud, über die wir bereits gesprochen haben, а в частности в Мишне, in der Mishnah, сказано следующее. Steht Folgendes geschrieben. Мы не можем читать, то есть без десяти человек, мы не можем читать молитву Шма. Ohne die Anzahl von 10 können wir das Gebet Schma nicht lesen. Man darf keinen Dienst im Tempel vollbringen. Man darf die Tora nicht laut lesen. Man darf die Propheten nicht lesen. Вслух имеется в виду. Laut lesen ist gemeint. Ну, то есть, как общинное прочтение. Wie eine Lesung in der Gemeinde eben. Нельзя сидеть на похоронах, то есть Шива, нельзя сидеть. Man darf nicht auf Beerdigungen sitzen. Нельзя произносить благословение скорбящих. Man darf das Gebet der Trauernden nicht aussprechen. Нельзя проводить свадьбу. Man darf keine Hochzeit durchführen. Потому что семь благословений, семь свадебных благословений, их нельзя прочесть без миньяна. Weil man die sieben Segenssprüche für die Hochzeit oder während der Hochzeit nicht ohne die Minyan lesen kann. И совместное благодарение Богу за пищу после еды невозможно. Und ein gemeinsames, eine gemeinsame Danksagung dem Herrn für das Essen nach dem Essen ist auch nicht erlaubt. И спасение невозможно без Миньяна даже. Sogar die Errettung ist nicht möglich ohne Minyan. Почему я сегодня об этом говорю? Warum sage ich das heute? Потому что вы видите, что основные общинные мероприятия, weil ihr seht, dass die grundlegenden Events sozusagen oder Versammlungen in einer Gemeinde, они возможны только с общиной. Nur möglich sind in der Gemeinde. Община важна. Die Gemeinde ist wichtig. И без общины еврейская жизнь невозможна. Und ohne eine Gemeinde ist das jüdische Leben nicht möglich. Читать
Молиться, zu lesen und zu beten, можно, но этого недостаточно. Kann man, aber das ist nicht genug. Нам нужна община. Wir brauchen die Gemeinde. Мы читаем, как наш Машиах сказал. Wir lesen, wie unser Машиах gesagt hat. Где двое или трое собраны во имя Мое, там и я среди них. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Некоторые говорят, это минимальная община. Einige sagen, das ist die Mindestanzahl für eine Gemeinde. Не обязательно. Nicht unbedingt. Это просто два или три человека. Das sind einfach zwei oder drei Personen. Которые собраны ради Иешуа. Die versammelt sind um Jeschuas willen. В иудаизме есть такое понятие. Im Judentum gibt es dieses Verständnis. Где два или три человека сидят, и между ними слова Торы. Wo zwei oder drei Personen gemeinsam sitzen und unter ihnen die Worte der Tora sind. Там слава Божья пребывает среди них. Da ist die Herrlichkeit des Herrn, die mitten unter ihnen verweilt. Иешуа показывает, что он как Тора. Jeschua zeigt damit, dass er wie die Tora ist. Он даже больше, чем Тора. Er ist mehr als die Tora. Можно обсуждать Тору и читать Тору Man вместе. Kann gemeinsam die Tora lesen und über sie reden. И это уже важно. Und das ist bereits wichtig. Но община в еврейской точке зрения. Aber eine Gemeinde aus der jüdischen Perspektive. Это миньян. Ist die Minyan. То есть нужен миньян. Man braucht ein Minyan. 10 человек. 10 Personen. Для того, чтобы совершать то, что делает общество. Um das zu vollführen, was eine Gemeinde ausmacht. Когда еврей едет в новый город, Wenn ein Jude in eine neue Stadt fährt, он ищет себе общину. Sucht er sich eine Gemeinde. Если она ему не нравится, Wenn sie, die Gemeinde ihm nicht gefällt, так что? Was dann? Он там, он находит себе общину, где есть 10 человек, где есть 9 человек, кроме него. Findet er sich eine Gemeinde mit 9 Personen ohne ihn, also если, mit 10. Если они ему не подходят, und wenn diese Personen ihm nicht passen, а других нет, und es andere nicht gibt, он с ними остается. Dann bleibt er mit ihnen. Потому что без них он не может жить. Weil ohne diese er nicht leben kann. А если там нету 10 евреев или 9 евреев? Wenn da keine 9 oder 10 Juden sind, он берет евреев с собой. Dann nimmt er Juden mit sich. И уговаривает, поехали вместе. Und überredet sie, lasst uns gemeinsam fahren. Вы никогда не видели, что иногда происходит в самолетах или в аэропортах? Ist es euch nicht aufgefallen, was manchmal in Flugzeugen oder auf Flughäfen passiert? Еврею нужно помолиться. Wenn Juden beten müssen, Orthodoxalному. In ein orthodoxer Jude, он идет по самолету и смотрит, кто здесь еще еврей? Geht er durch ein Flugzeug und schaut, wer ist hier noch ein Jude? И берет, и где-то там, ну, сейчас было нельзя, но раньше такое делали, стоят где-то, где можно стать, и молятся. Eine Zeit lang war das ja verboten, aber normalerweise haben sie sich dann versammelt und haben sich dorthin gestellt, wo sie beten konnten. Или в аэропорту. Oder im Flughafen. Я несколько раз так стоял и молился. Mehrere Male habe ich genau so gebetet. Потому что мне сказали. Weil mir gesagt wurde. Вы еврей? Sind Sie ein Jude? Да. Ja. А не дополните ли наш миньян? Können Sie nicht unser Minyan irgendwie vollständig machen? Я понимаю, это мицва. Und ich verstehe, das ist eine мицва. Я должен это сделать. Ich muss es machen. Я стою и молюсь. Und ich stelle mich zu Ihnen und ich bete mit Ihnen. Но при этом я и радуюсь. Aber gleichzeitig freue ich mich auch. Потому что я часть этой общины. Weil ich ein Teil dieser Gemeinde bin. Я думаю, что всем людям, которые верят в Бога Израиля, Ich denke, dass alle Menschen, die an den Gott Israels und an den Mashiach Yeshua glauben, нужно этому научиться. Alle Menschen müssen das lernen. Один ты не сможешь, или одна ты не сможешь. Kannst du es nicht. Где бы ты ни оказался или не оказалась, wo auch immer du sein magst, ищи миньян.
suche ein Миньян. Ой, не называй его Миньян, если не хочешь. Ну, nenn es nicht Миньян, wenn du nicht willst. Но ищи людей, как минимум 9 еще, с которыми ты помолишься. Aber suche mindestens 9 Personen, mit denen du gemeinsam sein kannst, beten kannst. Наши мудрецы прошлого спорили. Unsere Ältesten der vergangenen Zeiten haben diskutiert. Миньян, он только в одной комнате действует. Ist ein Миньян nur gültig, wenn man alle gleichzeitig in einem Zimmer sind? А как насчет двух комнат? Was ist aber mit zwei Zimmern? И один из мудрецов, Маймонид, сказал, und einer der Weisen sagte, Маймонидис, он сказал, в двух можно. Hat gesagt, in zwei Zimmern geht es auch noch. Если они могут слышать друг друга. Wenn sie einander noch hören können. Но обычно Миньян это в одном месте. Aber normalerweise ist ein Миньян an einem Ort. В современности, in der Moderne, и в, во времена COVID и прочего, und zu COVID-Zeiten und so weiter und so fort. Как насчет Zoom? Was ist dann mit Zoom? FaceTime und или FaceTime, как он там у вас die ganzen Video-Calls. В этих Apple-ах называется. Или как, или WhatsApp, или группы вот эти все. Oder то есть оно WhatsApp, работает вообще или нет? Oder diese ganzen Gruppen, ist es immer noch gültig? Funktioniert для евреев. Für Juden. Это раввинистическая, галахическая дискуссия. Das sind Diskussionen, die Rabbiner führen müssen. Но решение, то, что я вижу на данный момент. Aber die Lösung, was ich jetzt im Moment noch sehen kann, нет. Gibt es noch keine. В одном месте. An einem Ort. Где географически? Вот где вы соберетесь? Вот там. Geografisch, an einem Ort, da wo ihr euch versammeln werdet. Если другой возможности нет, wenn es keine andere Möglichkeit geben wird, используй Zoom. Dann benutze Zoom. Но не пытайся перехитрить самого себя. Aber versuche dich nicht selbst auszutricksen. Пойди и найди хотя бы еще 9 человек, с которыми ты мог это сделать. Gehe lieber und suche und finde diese anderen 9 Personen, mit denen du das gemeinsam machen kannst. Ну послушай тех, которые со мной в Zoom сидят, я их знаю. Aber hört mal, diese Menschen hier im Zoom, die kenne ich doch alle. Это виртуальная община. Das ist unsere virtuelle Gemeinde. Мы сидим вместе, мы в разных местах, но мы сидим вместе в этом Zoom. Wir sind zwar an unterschiedlichen Orten, aber wir sind ja zusammen. Но если другой возможности нет, wenn es keine andere Möglichkeit gibt, как временное промежуточное решение, als eine temporäre Lösung, ну хорошо, okay, но выйди из своей вот этой комфортной зоны, aber geh aus deiner Komfortzone raus, и пойди и найди живых, реальных людей, und gehe und suche und finde auch echte lebendige Menschen, которых ты можешь пощупать, die du antasten kannst. Реально, физически, вот они. Richtig physisch. Ой, да мы же, я же их не знаю. Aber ich kenne sie doch nicht. Они немножко по-другому верят. Vielleicht glauben sie ein bisschen anders als ich. Когда меня зовут в Миньян, wenn ich in ein Миньян gerufen werde, меня никто не спрашивает, ты ортодокс? Frag mich niemand, ob ich orthodox bin. Реформированный или кто ты там? Ob ich ein Reformierter oder sonst wie bin. Меня не спрашивают, а ты вообще в Иисуса веришь? Ich werde auch nicht gefragt, ob ich an Jesus glaube. Евреи просто спрашивают, ты еврей? Die Juden fragen einfach nur, bist du ein Jude? Иди. Dann komm. Потому что любой, кто не отрекся от своего еврейства. Weil jeder, der sich nicht abgesagt hat von seinem Juden, может молиться в Миньяне. Kann in einem Миньян beten. Даже, как говорят наши мудрецы, самый большой грешник. Selbst, wie unsere Weisen sagen, der größte Sünder. А что значит отречься от еврейства? Was bedeutet es, sich abzusagen von seinem Judendasein oder Judentum? Очень просто. Ist ganz einfach. Скажите, вы еврей? Sagen Sie, sind Sie ein Jude? Нет. Nein. Пошел дальше. Dann weitergehen. А если ты сказал, что ты еврей, wenn du aber sagst, ja, молодец, dann gut gemacht. Это не значит, не важно, какая у тебя теология. Ist nicht wichtig, welche Theologie du hast. Ты еврей, становись в Миньян. Du bist ein Jude, dann stell dich in unseren Миньян. Куда бы вы ни попали, wo auch immer ihr hinkommen möget, ищите общину. Sucht eine Gemeinde. Не из двух или трех человек. Nicht aus zwei oder drei Personen. Ищите реальную общину. Sucht eine echte Gemeinde. В которой живые люди. Wo lebendige Menschen sind. Которые верят в реального Бога, в которого верите вы.
die an einen echten Gott glauben, an den ihr auch glaubt. Которые следуют за Машиахом, за Мессией, за которым вы следуете. Die dem lebendigen Maschiach folgen, dem auch ihr folgt. Потому что один ты не выживешь или одна. Du nicht überleben wirst. Это неправильно. Das ist nicht richtig. Не библейски. Das ist nicht biblisch. Не еврейски. Das ist auch nicht jüdisch. Это даже не по-иешуовски. Ну, то есть не то, как Иешуа учит. Das ist auch nicht so, wie Иешуа gelernt hat. Потому что Иешуа сказал: вы мое тело. Weil Иешуа gesagt hat: ihr seid mein Leib. Мы одни в нем. Wir sind eins in ihm. И поэтому нам нужен миньян. Und deswegen brauchen wir einen миньян. И теперь просто бонус в конце. Und jetzt noch ein Bonus am Ende. Вы знаете, как евреи считают миньян? Wisst ihr, wie Juden ein Minyan zählen? Как определить, сколько людей там, вот сколько людей у нас? Wie kann man jetzt feststellen oder bestimmen, wie viele Personen wir sind? В иудаизме запрещено считать людей, считать евреев. Im Judentum ist es verboten, Menschen abzuzählen. Если только Бог сказал «считай», тогда считай. Nur wenn der Herr sagt «zähle nach», darf man zählen. А с миньяном как посчитать, что их 10? Wie kann man aber am Minyan zählen? Раз, два, три, четыре, пять, не пойдет. 1, 2, 3, 4, 5 darf man nicht. То есть числа нельзя называть. Man darf keine Ziffern nennen. Мы народ очень умный. Wir sind ein sehr schlaues Volk. Было же понятно, что мы что-нибудь придумаем. Es war doch klar, dass wir uns irgendwas einfallen lassen werden. И есть два известных метода. Und es gibt zwei bekannte Methoden. Один мы используем стихи из псалмов. Eins ist, wir nutzen Verse aus Psalmen. Которые имеют в себе 10 слов на иврите. Die 10 Wörter im Hebräischen haben. Мы не говорим числа. Wir sagen keine Ziffern. Мы просто читаем эти псалмы. Wir lesen einfach die Psalmen. И подсчитываем, и каждый, и вот соответствует ли числу слов число людей. Und dann stellen wir fest, ob die Anzahl der Worte der Anzahl der Menschen entspricht. На иврите, если хотите, это Псалом 28, стих 9. Im Hebräischen ist es der Psalm 28, Vers 9. Можете где-то себе пометить, или потом я вам скажу. Ihr könnt euch eine Notiz machen, oder ich kann es euch nachher nochmal sagen. Псалом 145, стих 15. Psalm 145, стих 15, Vers 15, и Псалом 5, стих 8. Und Psalm 5, Vers 8. Но это в Библии на иврите. Das ist aber nur in der hebräischen Bibel. На русском вам часто придется пойти в предыдущий. Im russischen, ist egal. Но на русском и на немецком количество слов другое. Aber sowohl im Russischen als auch im Deutschen ist die Anzahl der Worte eine andere. А на иврите вот так вот молятся и читают. Im Hebräischen ist es aber so, wie man zählt und betet. Если вам сложно на иврите, wenn es euch schwerfällt auf Hebräisch, тогда вы можете делать так. Dann könnt ihr folgendermaßen machen. Можно говорить. Man kann sagen. Ни один, nicht einer, ни два, nicht zwei, ни три, nicht drei, ни четыре, nicht vier, ни пять, nicht fünf, ни шесть, nicht sechs, ни семь, nicht sieben, ни восемь, nicht acht, ни девять, nicht neun, ни десять. Nicht zehn. Мы не считаем и говорим «нет», мы наоборот отрицаем. Wir sagen, wir zählen nicht, wir sagen im Gegenteil nicht. Я рад, что вы улыбнулись. Ich freue mich, dass ihr lacht. И оценили мудрость нашего народа. Und die Weisheit unseres Volkes auch schätzt. Но я хотел бы еще раз подчеркнуть. Aber ich möchte nochmals betonen. Где бы ты ни был. Wo auch immer du sein magst. Где бы ты ни оказался. Wo auch immer du hinkommen solltest. Ищи общину. Suche eine Gemeinde. Ищи миньян. Suche ein Minyan. Потому что без этого ты не выживешь. Denn ohne wirst du nicht überleben. Потому что когда Иешуа умер за наши грехи. Als Иешуа für unsere Sünden gestorben ist. Был погребен. Und begraben wurde. И воскрес из мертвых. Und von den Toten wieder auferstanden ist. Вознесся на небо. In den Himmel gefahren ist. И послал свой Святой Дух. Und seinen Heiligen Geist gesandt hat. Для того, чтобы этим Святым Духом поместить нас в общество, в общину. Um uns durch diesen Heiligen Geist in eine Gemeinde zu bringen, uns in eine Gemeinschaft zu formen. И сделать из нас таких разных. Und von uns allen unterschiedlichen. Сделать одно. Ein Ganzes zu machen. Подчеркивая тот библейский Божий факт. Indem man diesen biblischen Fakt unterstreicht.
человек один славить Бога не может. Dass ein Mensch alleine den Herrn nicht preisen kann. Ему нужна община. Er braucht eine Gemeinde. И когда Иешуа вернется к нам вновь, und wenn Yeshua wiederkehrt zu uns, чтобы взять нас к себе, um uns mit sich zu nehmen, он четко и ясно сказал, hat er ganz klar und deutlich gesagt, я возьму вас. Ich werde euch mitnehmen. Множественное число. Ein, in der Pluralform. Он возьмет нас как общину. Er nimmt uns als eine Gemeinde. Он возьмет нас как миньян. Er wird uns nehmen als ein Minyan. Пусть Господь вас благословит. Möge der Herr euch segnen. Amen. Amen. Shiru, 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 shiru